So, hier zu einem, also erstmal willkommen zurück bei OkkaTech, zu einem Helden-Spezial, sage ich einfach mal so, oder Sonderfolge. Und zwar nehmen wir hier unsere Helden, die wir freigeschalten haben. Ich habe hier den komischen Minotaurus und Bigfoot hat, ja, ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt starten, ich habe meine Attribute schon verteilt gehabt. Bigfoot muss seine Attribute noch verteilen, also könnte es, wenn wir starten, einen kleinen Augenblick dauern. Darum starten wir jetzt einfach mal. Ich habe bis 64 Punkte. Ja, die kann ich jetzt frei vergeben, weil er hat nämlich 0. Ich gebe bei Mana überhaupt nicht aus. Also ich könnte ja sagen, wie meine Verteilung ist. Aber ich, ich bin ja schon 2 Level weiter. Also bei mir ist es 26, 24, 22, 0. Wenn ich bei Stärke... Also ergo, du hast 8 Punkte weniger, wie ich zu vergeben. Alles klar, ich bin fertig. Wie ist deine Verteilung jetzt? 30, 15, 15 und 4. Grober Fehler. Verteidigung ist ganz wichtig. Ja, schon, aber das ist erst die Hälfte fertig. Also legen wir los. Okay, wie gesagt, das ist jetzt hier nur ein Helden-Spezial. Von daher machen wir nur ein Level damit. Zum Schauen, wie die. Willst du nicht eine neue Waffe kaufen? Oder Trank? Weil du hast 300 Gold zum Vergeben. Weil ich kann leider nichts kaufen. Komm ich nur den hier. Ja, dann müsste ich mir den Häuter kaufen, aber den gibt's ja nur da drüben. Wenn man darüber laufen. Ja, dann lenk du. Tut du. Also liebe Zuschauer, wir lassen jetzt Bigfoot, weil er seinen Helden neu hat. Ich habe ja Zeit gehabt, das zu machen. Jetzt, lassen wir ihn einfach kurz mit dem Helden hier sich ausrüsten und dann legen wir los. So, und falls es gerade gehört worden ist, ich habe eine SMS gekriegt. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach hinne, wir haben nur 20 Minuten für eine Folge. Ja, entweder den Säbel oder den Häuter. Also ich habe den Häuter und der Häuter ist gut bei dem Typ. Also bei meinem, ich weiß ja nicht, was bei deinem gut ist. Und ich würde noch empfehlen, Heiltrank. Weil du weißt ja noch nicht, wie er taufisch unterwegs ist. Ich habe mir jetzt einfach mal 3 gekauft, jetzt habe ich gar kein Gold mehr. Okay, ich hätte 2 gekauft und die Holzmaske, aber ist okay. Du kannst nichts mehr kaufen. Ich wollte ja gar nicht zurücklaufen gerade. Ich, ja, sagen sie alle. Also dann legen wir los. So, quasi Premiere mit den Ork-Helden. Bigfoots Wahl, er wollte unbedingt gegen die Mumien antreten. Ich wollte mal zu meiner. Er wollte mit dem Ork-Helden zu seinen neuen Freundinnen. Okay, alles klar, passt schon. Wir verstehen. Er sieht ja so muskulös aus und. Alter, warte mal, stell dich mal neben. Halt dich! Hau einfach drauf! Ah, ich will keine Freundin. Scheiße. Ich
Du brauchst ihn nur anrülpsen. Komm, jetzt gib den Saurus. Du hast nur eine verwischt. Hau drauf, hau auf das Ding drauf, dann geht's ja nämlich runter. So. Das ist ja ein Auftakt mit den Orkhelden. Ey, es gibt gar nicht so viel Mana, hab ich das gerade gesehen? Nee, Alter, geht nicht. Ich habe mir das einfach irgendwie einfacher vorgestellt mit den Orkhelden. Dass die irgendwie stärker sind, keine Ahnung. Bei mir macht er 58. Okay, ich glaube, das wird jetzt die längste Folge von allen. Ja, okay, ein Spezial. Also du bist schon doch voll der fette Sack. Ja, und ich habe mich am Rücken gefreut, aber der Bauch sieht irgendwie ein bisschen platt aus. Da stehen die Medizin drauf. Alter, du bist so eine Pfeife, komm doch einfach an den Rand gelaufen. Also manchmal hat man es nicht leicht mit einem Bigfoot an der Seite. Ja, aber ich hab's mit mir auch nicht leicht. Alter, die Bogenschützen, die gehen mir so auf den Senkel gerade. So, können wir jetzt endlich die Bogenschützen platt machen? Hast du dich ausgetobt? Ja, lass halt das Goldstück da liegen. Ist ja kein Ding, ne? Alter. Dein Ernst jetzt? Ja. Warte mal, jetzt chill. Meins. Alter, die Dinger, die füllen gar nicht mehr so viel auf. Ja, eben. Soll ich, ne? Ich sehe nichts. Wo müssen wir denn hin? Da sind sie. Sie sind schön in der Reihe. Ey, deine Freundin kommt wieder. Du bist eine Pfeife, keiner in der Nähe und er muss natürlich hier sein ganzes Geld hier reinkommen. Toll, hast du ins Wasser geschmissen. Toll! Gurgelt gerade nur wieder am Meckern die ganze Zeit, denken sich die Leute. Passt mich. Ey! Ein Rühnchen! Ich glaub, ich muss das machen. Wehe, du lenkst das Blatt diesmal nicht richtig. Und durch. Alter, das war ein geiles Timing diesmal. Das war dein Furz, das war bestimmt dein Furz, dass es geklappt hat.
Hat nochmal extra Speed gegeben. Ich helf doch gern. Aber ich muss sagen, die Aktionen für Ork-Helden, die sind trotzdem die gleichen wie beim normalen Ork, also das Movement, die Attacken. Ja, aber das einzige Gute war halt wirklich, dass deine Attribute nochmal komplett frisch vergeben konntest. Ja, und ich meine, die haben jetzt auch ein bisschen mehr Kraft, aber ansonsten... Die haben nicht mehr Kraft, das täuscht. Die haben genauso viel Kraft wie vorher, so kommt mir das vor. Weil hier das Level haben wir, habe ich nee, ja... Doch, das Level haben wir ja mit dem anderen Ork gespielt. Und da war der andere Ork ein bisschen schwächer gelevelt. Deswegen kommt mir das hier stärker vor. Ach, leicht, aber... Bin ich entspannt? Wenn die Freundin kommt. Okay, und die Rübser und Schütze sind, glaube ich, stärker. Ah, ich habe schon wieder eine Bombe. Nimm dir neues Schild. Stopp, stehen bleiben. Nicht, dass du mir schon wieder. Nicht, dass du mir schon wieder ins Wasser fällst. Kommt. Die richtige Aktion gewischt. Na toll. Jetzt habe ich meinen Rülpser umsonst rausgehauen. Hihi. Du hast ein Schild? Hey, Bigfoot. Lass mich ran, du hast dich gerade vorgestellt und hast B gedrückt, weil du es einfach nehmen wolltest. Ja. Oh, da kommt schon wieder der Chef. Oh, da krieg ich den Hammer. Yay. Aber ich will den Hammer haben. Hammer hart. Oh, es wird hier mal ein bisschen aufgeräumt. Nein, gerade jetzt geht mein Schild kaputt bei einer 100er Combo. Mann! Ja, dann mach du mal. Und Sesam, öffne dich! Bam! Deine Freundinnen kommen gleich wieder. Mist, ich habe keine Rülpser mehr. Hilfe, Bigfoot, Hilfe! Alter, wieso furzt du? Rülpste doch einfach an! Ja, ich verwechsel immer die Tasten, entschuldige.
Schild, was du eins brauchst? Ja, ich brauche jetzt keins mehr. Ich habe die meiste Zeit ja deine Freundin am Hals gehabt. Nein, jetzt habe ich den supergeilen Hammer weggeworfen. Oh oh. Ja, weil ich weglaufe, guck mal da nicht. Wow, das ist schon da. Danke, Bigfoot. Ja, danke, Bigfoot, aber mich hat sie verwischt. Ja, besser die wie mich. Ja. Ja, du hast den obergeilen Hammer, ich hab den nicht. Dafür habe ich 4 Freundinnen. Den geilsten Hammer der Welt. Alles leicht bei dir. Hilfe! Ich will keine Freundin. Alter, was machst du? Schön in die falsche Richtung gerückt. Den kann man aber auch nicht. Deswegen bin ich nicht hingelaufen. Oh oh. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Boom! Hey, das macht sogar hingehauen. Geh weg von mir! Ich will keine Beziehung. Mann, die Frauen verstehen es aber auch nicht. Ja, renn halt an den Gegnern vorbei. Halt mein Schild, du kannst es da hinten haben. Nein, sonst muss ich meinen Hammer eintauschen. Er muss seinen Hammer abgeben. Ey, was für eine... Hallo, wir haben nicht so viel davon und der verschwendet es hier am laufenden Band. Guck mal, du bist schon, zum Beispiel schon wieder leer mit deinen Schürzen. Ach du Kacke. Auf sie, mit Gebrüll. Oder auf ihn, je nachdem. Keine Sie. Was ist los? Ich brauche ein N. Komm jetzt einfach drauf kloppen, ist egal, komm einfach drauf. Den kriegen wir eh gleich. Alter! Hat er hier gerade Billard gespielt? Einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. So, was läuft bei dem? Ich bin jetzt gerade mit den Farben durcheinander gekommen, weil wir fast gleich aussehen jetzt. Wo ist er denn? Da drüben ist er. Oh, halt dich mal. Ja. Hau drauf, der ist gleich tot. Alter, hau doch endlich drauf. Mein Gold, mein Geld. Da ist ein mega geiler Hammer, willst du nicht haben? Ich glaube, ich will ihn haben. Ein mega geiler Hammer. Alle verfolgt. Hallo. Da war ein... Hat das mein Kampf schon mal? Soll. Aber ich extra fürs Spezial habe ich dich einfach mal vorne gelassen. Ja, ist klar, ne? Nur einfach für das Helden-Spezial habe ich dich einfach mal nach vorne gelassen auf Platz 1 mit allem.
Alles klar. Once they had. Ja, so ist das. So, liebe Zuschauer, das war jetzt auch schon das Heldenspezial. Jetzt habt ihr mal die Helden gesehen. Schade, dass ich jetzt schon wieder so voreilig war und habe meine Attribute zu schnell vergeben. Aber das waren einfach nur die, was ihr im Laufe des Spiels an euren normalen Ork verteilt habt. Habt ihr jetzt nochmal komplett alles gehabt, um es auf den Helden zu verteilen. Und ja, wenn mein Kollege hier mal weiter drücken würde, dann wäre das auch nicht schlecht, weil dann haben wir nämlich schön den Endscreen. Aber ja, er schläft halt manchmal ein bisschen. In diesem Sinne sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.